sind Sie dazu gekommen, dass Sie sich so intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen? Also, es liegt einfach daran, dass dieser Mangel allgegenwärtig ist. Also, das ist ein Irrsinn weltweit. Man könnte zugespitzt sagen, Sie kommen in Deutschland besser an Kokain und Haschisch als an lebensnotwendiges, gesundheitserhaltendes Vitamin D. Es zeigt sich, dass also auch Leute, die so einen Wert von 35 haben, dass die ihre körperlichen Probleme durchaus lösen können, wenn die dann mal auf 70, 80 gebracht werden. Das kriegt man wahrscheinlich hier in Deutschland mit der normalen Sonne gar nicht hin. Das heißt, ich entnehme Ihrer Aussage, dass wir prophylaktisch Vitamin D tagtäglich zu uns nehmen sollten. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, 3 Euro Mindestlohn, das geht doch auch, die Leute sind viel glücklicher, Geld macht unglücklich. Natürlich können sie in der Richtung argumentieren, aber ich lasse mich nicht von abbringen. Wir brauchen einen Spiegel wie des Menschen in tropischen Ländern. Und es ist sagenhaft, dass selbst große Unikliniken mit orthopädischen Abteilungen die Kinder da quasi durchschleusen, wird komplett alles diagnostiziert bis hin zum MRT und die finden die Ursache nicht. Das ist einfach, weil die Medizin immer dann erst mit Medikamenten anfängt. Also Lebensbedingungen und Vitamine, Nährstoffe, Nährstoffmedizin, das wird völlig ausgeblendet und da stehen die Ärzte alle unter einem Dogma. Die sagen, wir sind ein reiches Land, also haben alle alles. Ja? Und das ist völliger Quatsch. Die meisten Leute haben Vitamin D-Mangel. Ich habe es austesten dürfen. Ich habe meinen Vitamin D-Spiegel im Vorfeld übers Labor bestimmen lassen und habe das dann aber die Werte in diesem Test bei Ihnen eingegeben und war erstaunt, wie wirklich genau der Test war. Also das waren wirklich minimale Abweichungen. Ja. Also wenn jemand ein neues chemisches Ding entwickelt, ein Alien des Stoffwechsels und sagt, ja, damit können wir erstens, zweitens, drittens behandeln. Dann sage ich, also bitteschön, den Nachweis, das muss in Studien kontrolliert werden, wir müssen beobachten, was das eigentlich im Körper anrichtet, wir wissen es nicht. Bei Vitamin D ist genau umgekehrt, das heißt Beweislastumkehr. Ja? Ich sage, ich gebe Vitamin D und jeder, der dagegen redet, der unterliegt der Beweislastumkehr. Was, bitteschön, Herr Dr. Schattenfreund, bringen Sie als Argument dafür an, dass man eben diesen Menschen Vitamin D vorenthalten sollte?